Kurznachrichten. Kommentare zur Sonderoperation, die in Leipzig lebende Kabarettistin Lisa Eckhardt. Sie, die Deutschen, Sie sind nicht ganz glücklich damit, oder? Dass Sie jetzt ausgedient haben als die Bösen. Sie denken sich jetzt, na gut, 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 wenn wir den Krieg schon nicht beginnen, dann werden wir ihn eben beenden, indem Sie Waffen liefern. Nur, angesichts der Qualität Ihrer Geschosse, wollen Sie der Ukraine helfen, liefern Sie die Waffen besser den Russen. Und unser Kolumnist Jürgen Eger. Zelensky erwarte eine schicksalhafte Woche. Er rechne mit starken Angriffen der Russen, wird in die Köpfe gehämmert. Begründet wird das mit dem EU-Beitrittsbeschluss zugunsten der Ukraine. Welch Demagoge, welch Demagogie. Somit werden die Angriffe, die militärisch vorhersehbar fällig sind und lediglich der Logik der kriegerischen Auseinandersetzung folgen, als Angriffe gegen den EU-Beitritt dargestellt und wieder der Grund der Auseinandersetzungen in der Bösartigkeit des bösen Russen gefunden. Willkommen am Dienstag, 21. Juni 2022. Der MDR fragt, hat Deutschland noch ausreichend Bunker? Man zählt 600 Schutzräume für die zivile Bevölkerung. Doch keiner sei einsatzbereit. Menschen würden auf eBay Kleinanzeigen nach Plätzen in einem Bunker suchen oder sie wollen selbst einen bauen. Nach ihrer Gefangennahme durch russische Truppen in der Ukraine könnten zwei US-Veteranen Konsequenzen drohen. Dies deutete Kreml-Sprecher Peskov in einem Interview des US-Senders NBC News an. Zitat Peskov: Ja, es wird eine langwierige Krise sein. Aber wir werden dem Westen nie wieder vertrauen. Ich nehme zur Kenntnis, wir erleben die Folgen einer Politik, die einen endgültigen Bruch des Westens mit Russland bedeutet. Angesichts der geografischen Nähe, angesichts der Realitäten der Verschwörungstheorie Globus, ist es mir nicht möglich, für eine derartige Politik zu werben. Ukrainer suchen in Deutschland Arbeitsplätze. Zehntausende Einwohner im von Russland kontrollierten Gebiet Cherson haben Anträge auf die russische Staatsbürgerschaft gestellt. Dies erklärte der stellvertretende Leiter der militärisch-zivilen Verwaltung der Region Kirill Stremusov in einer Sendung des Fernsehsenders Solovyov Live. Ihm zufolge ist die russische Staatsbürgerschaft bei den Bewohnern der Region sehr begehrt. Die Einheimischen verstünden, dass die Pläne Kiews, die Region zurückzuerobern, unrealistisch seien. Über 34.000 Tonnen humanitäre Hilfe durch Russland ist seit März in die Ukraine geliefert worden. Städte in der Donetsker Volksrepublik sind weiter unter Raketenbeschuss. Auch wurden wieder Zivilisten verwundet. US-Präsident Joe Biden schätzt die Chancen hoch ein, dass die Ukraine Mitglied der Europäischen Union wird. Allerdings steht eine persönliche Reise in die Ukraine zunächst nicht auf seiner Tagesordnung. Er bezeichnete sie als unwahrscheinlich. In Deutschland nimmt er Ende Juni am Gipfel der G7-Staaten teil. Danach reist er zum NATO-Gipfel nach Madrid. Der ukrainische Präsident Zelensky hat finanzielle Unterstützung für Kiew zur Begleichung des Haushaltsdefizits angefordert. 5 Milliarden US-Dollar im Monat. Krieg, auch den totalen, muss man sich leisten können. Die polnischen Behörden haben eine Ausstellung veranstaltet, bei der zerstörte und ausgebrannte russische Panzer und andere Militärfahrzeuge aus der Ukraine gezeigt werden sollen. Das Ganze unter dem Namen Die unbesiegbare Armee auf dem Schlossplatz in Warschau. Polens Regierung organisiert die Ausstellung gemeinsam mit dem ukrainischen Verteidigungsministerium. Ob man bei dieser Gelegenheit daran erinnert, dass der Schlossplatz in Warschau, das Schloss, vor rund 80 Jahren komplett neu aufgebaut werden mussten? Ich denke eher nicht. Ein seit zwei Monaten geplanter deutsch-slowakischer Ringtausch für Waffenlieferungen an die Ukraine verzögert sich laut einem Bericht des Portals Business Insider. Berlin würde zu wenig Panzer anbieten. Es berichtet die ARD. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky meint, die Ukraine ist Teil des europäischen Werteraums. Gerne, warum nicht? Russland ist das aber definitiv auch. Egal welche Partys, wir in welchen Klicken feiern. Die ARD zitiert Bundeskanzler Olaf Scholz. Dieser ist offenbar einem Hobby Psychologie nachgegangen, verbreitet das auf einem US-amerikanischen Medium namens Twitter, Deutsch Zwitscher. Zitat Scholz: Deshalb betreibt er, gemeint sei Putin, seit Jahren eine Politik, die eine Auflösung von NATO und Europäische Union zum Ziel hat. Er will zurück zu einer Politik der Einflusszonen, aber das wird ihm nicht gelingen. Noch einmal sagt er: Es ist klar, dass ein Diktatfrieden nach Putins Gnaden inakzeptabel ist. Ich übersetze das mit dem Wunsch nach einem dauerhaften Krieg am Ende auch auf deutschem Boden. Es gibt gar keine andere logische Konsequenz.
Gerne hätte ich belastbare Quellen für Aussagen, dass Wladimir Putin die Auflösung von NATO und EU zum Ziel hat. Eine Politik der Einflusszonen empfinde ich als normal. Deutschland sehe ich in der US-amerikanischen Einflusszone. Ob das angesichts der Nähe, der räumlichen Nähe zu Russland, noch einmal Verweis auf die Verschwörungstheorie Globus, sinnvoll und zukunftsträchtig ist, zumindest in besessener Abgrenzung zu einer anderen Einflusszone, werden die nächsten Jahre zeigen. Litauen verhängte Transitbeschränkungen nach Kaliningrad. Der Kreml reagiert verärgert. Er bezeichnet diese als illegal. Die Europäische Union hat nach russischer Kritik an Beschränkungen des Bahntransits zwischen der zu Russland gehörenden Ostsee-Exklave Kaliningrad und dem russischen Kernland eine Überprüfung von Leitlinien zu Sanktionen zugesichert. Österreich meldet sich zu Wort, der Gasfluss nach Österreich stockt. Wien räumt erstmals die Präsenz österreichischer Söldner in der Ukraine ein. Man spricht von einer niedrigen einstelligen Zahl. Die Schweiz kündigt eine Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine Anfang Juli an. Im Zuge der Sanktionen gegen Russland hat die Staatsanwaltschaft München I 3 Wohnungen und ein Bankkonto von Russen beschlagnahmt. Oberstaatsanwältin Anne Leiding am Montag in München: Es handelt sich nach derzeitigem Kenntnisstand bundesweit um den ersten Fall, bei dem nicht nur Vermögenswerte aufgrund der Sanktionen eingefroren wurden, sondern tatsächlich Immobilien beschlagnahmt wurden. Eine Meldung aus der ARD: Politiker von FDP und Union haben vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine eine Veröffentlichung von Lageeinschätzungen des Bundesnachrichtendienstes gefordert. Zitat: Wenn es nach der Eskalation des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine tatsächlich zu einer Zeitenwende in der deutschen Sicherheitspolitik kommen soll, dann gehört dazu auch eine informierte öffentliche Debatte über sicherheitspolitische Fragen, sagte der FDP-Bundestagsabgeordnete Konstantin Kuhle dem Nachrichtenportal T-Online. Der CDU-Politiker Roderich Kiesewetter ergänzt: Regelmäßig zu veröffentlichende Lagebilder des deutschen Auslandsgeheimdienstes könnten das Vertrauen in die Dienste und das Bewusstsein für sicherheitspolitische Belange in der Bevölkerung stärken. Mit einem Augenzwinkern verweise ich auf das zweifache Wording im vergangenen Bericht der ARD. Im Kampf gegen Desinformationskampagnen will die Bundesregierung die unabhängige Medienberichterstattung über den Krieg in der Ukraine unterstützen. Zitiert wird von der ARD-Außenministerin Annalena Baerbock: Russland führt diesen Krieg nicht nur mit brutaler militärischer Gewalt, sondern auch mit Desinformation. Die Staatsministerin für Kultur und Medien Claudia Roth kündigte auf dem Global Media Forum den Ausbau einer Infrastruktur für Exiljournalisten an, die von Deutschland aus berichten. Zu diesem Thema empfehle ich nochmal die Vorgänge um die Tagesschau vom 13. Juni 2022 in den letzten Tagen hier auf dieser Seite aufbereitet. Der Präsident des Internationalen Roten Kreuzes, Peter Maurer, befürchtet, dass der Krieg in der Ukraine andere Konflikte in den Hintergrund rückt. Das erklärte er der Nachrichtensendung Österreichs ZIP 2. Schauen wir auf internationale Konflikte, man muss sie tatsächlich länger suchen. Die Regierung in Mali gibt zu Protokoll, 132 Zivilisten wurden von Terroristen getötet. Die türkische Regierung beantragt ein Nachtragsbudget. Tausende Ureinwohner Ecuadors protestieren, unter anderem gegen die hohen Spritpreise. Der 8. Tag der Demonstrationen in Folge. Israels Regierung will das Parlament auflösen. Neuwahlen könnten im Oktober stattfinden. Es wäre die 5. Wahl binnen 3 Jahren. Großbritannien droht ein massiver Bahnstreik. In den Niederlanden wird eine 2000 Jahre alte Tempelanlage freigelegt. Sie wird nun vollständig ausgegraben. Sie befindet sich nah an der Grenzlinie des Limes. Der russische Energiekonzern Gazprom fuhr die Lieferungen zunächst auf die angekündigten 40% und anschließend um 60% herunter. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck plant Energiesparen per Gesetz. Der Einsatz von Gas für die Stromerzeugung und die Industrie soll gesenkt werden, um die Befüllung der Speicher voranzutreiben. DPA berichtet, Kohlekraftwerke sollen zum Einsatz kommen. Auch die ARD berichtet, der Energiekonzern RWE reagiert auf den geplanten Mehreinsatz von Kohlekraft und stoppt die Frühverrentung von Mitarbeitern. Zudem sollen ausgebildete und externe Arbeiter den Personalbedarf decken. Die Rede ist von hunderten Stellen. Zurück zur Braunkohle. Das klingt grün, das klingt nach Perspektive. Diese gibt es auch in den USA. Bloomberg berichtet, die US-Ölreserven gehen zur Neige. Man schreibt von einem 40-Jahrestief. Russland verdrängt Saudi-Arabien als wichtigsten Ölexporteur Chinas. Gestern formulierte ich mich zu Julian Assange aus. Im Falle der drohenden Auslieferung von Großbritannien an die USA geht der Sprecher von Bundeskanzler Olaf Scholz nicht von einer Aufnahme in Deutschland aus. Zitat: Ich glaube, dafür sind die Voraussetzungen nicht da.
Es handele sich um ein Rechtsverfahren in einem anderen Land. Er wüsste nicht, wie die Bundesregierung da auf politischer Ebene eingreifen könne. Vater und Bruder von Assange waren gestern in Berlin, trafen sich unter anderem mit Politikern der Linken. In einer gemeinsamen Erklärung forderten die linke Abgeordneten Sevim Dagdelen und ihre Kollegen Ulrich Lechte von der FDP, Max Lux von den Grünen und Frank Schwabe, SPD, am Montag die Auslieferung von Assange an die USA müsse verhindert werden. Die Mitglieder der fraktionsübergreifenden Abgeordneten AG Freiheit für Julian Assange erklärten, Journalisten sollten für ihre Arbeit nicht verfolgt und bestraft werden, nirgendwo. Und weiter: Angesichts der vielfältigen Appelle an die Bundesregierung, Julian Assange politisches Asyl in Deutschland anzubieten, sollte dies durch die Bundesregierung geprüft werden. Assanges WikiLeaks hatte 2010 geheime Dokumente zu den Kriegen im Irak und in Afghanistan veröffentlicht. Sie enthielten brisante Informationen über die US-Einsätze, unter anderem über die Tötung von Zivilisten und die Misshandlung von Gefangenen. 2019 wurde Assange in Großbritannien festgenommen, nachdem er einige Jahre in der Botschaft Ecuadors in London saß. Vergangene Woche gab die britische Regierung grünes Licht für die Auslieferung von Assange an die USA. Der Express berichtet, einen neuen Service bieten die deutschen großen Lebensmitteldiscounter ab 1. Juli 2022. Kaputte Elektronikgeräte können dann nämlich dort abgegeben werden. Ja, ich bin heute hier zu Gast. Sehr gerne, Herr Lauterbach. 7-Tage-Inzidenz in Deutschland, 458.5, Österreich. Ha! Auf dem ORF finde ich sie nicht. Nur 4.933 Neuinfektionen. Dafür finde ich auf dem Portal infranken.de, der Virologe Klaus Stöhr hat hart gegen Gesundheitsminister Lauterbach ausgeteilt. Stöhr ersetzt Drosten im Expertenrat der Bundesregierung. Die Bezeichnung Sommerwelle findet Stöhr unangemessen. Seine Aussagen verbreitete Stöhr auch in entsprechender Lautstärke auf Bild TV. Martin Müller-Mertens von Kompakt hat das Ganze genüsslich seziert. Ich möchte ihn zu Wort kommen lassen. Ich hatte beim Anschauen des Interviews den Eindruck, es brach so richtig aus Klaus Stöhr heraus, was ich diesem Lauterbach schon immer mal ins Gesicht sagen wollte, aber mir dann vielleicht doch persönlich nicht traue, weil es dann irgendwie der Chef ist. Aber bei Bild TV schlitterte er quasi haarscharf daran vorbei, den Minister als einen Verrückten zu bezeichnen. Er sagte sogar wörtlich, dieser Mann sei im Prinzip nicht zu steuern. Also er läuft sozusagen politisch Amok, wenn ich es mal so übersetzen will. Er kompromittiere durchaus gute Maßnahmen, wie zum Beispiel jedenfalls die teilweise Maskenpflicht aus Sicht von Klaus Stöhr, indem er sie derartig inflationär verwendet, dass die Leute sie einfach nicht mehr mitmachen wollen, also sie sozusagen aufgebracht werden gegen Maßnahmen, die Stöhr für sinnvoll oder jedenfalls für nicht schädlich hält. Und was ich für besonders brisant fand, er attestierte den Impfstoffen durchaus vorhandene Nebenwirkungen, sagte allerdings, jedes Medikament, jeder Impfstoff hat das, bezog das also nicht speziell auf diese RNR-Medikamente, aber eben auch auf diese. Und er erklärte mit Blick auf eine Äußerung von Lauterbach, dass diese Impfstoffe keine Nebenwirkungen hätten. Wörtlich, ein Arzt, der so etwas sagte, sollte keine Approbation haben. Also Approbation ist ja die Erlaubnis für Mediziner, in ihrem Beruf tätig zu werden. Und das heißt nichts anderes als ein fundamentales Misstrauensvotum. Das bedeutet nämlich, der Mann ist eine Gefahr für seine Patienten. Klaus Stöhr ist kein Querdenker, kein Corona-Leugner, kein Reichsbürger, kein Fall für den Verfassungsschutz. Wir können die Liste jetzt fortsetzen. Und das macht ja seine Kritik gerade so interessant, weil jemand, der schon immer mit guten Argumenten gegen die Corona-Politik oder gegen die Interpretation des Virus als der große Killer anargumentiert hat, da könnte man sagen, na gut, das haben wir nicht anderes erwartet. Allerdings Stöhr selber sieht Corona durchaus als gefährliches Virus, jedenfalls in der Ursprungsvariante. Er ist auch nicht gegen Impfungen, ganz im Gegenteil. Er war ja selber der Impfplaner der WHO gegen Influenza. Er hat später bei einem Impfhersteller gearbeitet. Er ist also da wirklich erhaben über solche Kritik. Er sieht die Dinge realistisch und eben nicht ideologisch und rein machtpolitisch. Das Problem mit der Hitze. Zu einer Massenschlägerei kam es im Schwimmbad in Berlin-Steglitz. Zu einem Unwetter in Oberbayern. Der Landkreis Freising meldet einen Toten. Weitere Schauer oder Gewitter im Südwesten, sonst sonnig oder nur leicht bewölkt. In den nächsten Tagen nimmt die Gewitterneigung für Gesamtdeutschland zu. Alternative Music.